Hey Leute, heute gibt's dann wieder ein Modern Combat 5 Live-Kommentar. Ich spiele Fahne erobern auf Klettern. Und zwar mit der allerletzten Sniper, mit der E24 SASR, falls ich mich nicht irre. Ja, die hat einen ziemlich hohen Schaden. Ich spiele heute mal wieder auf meinem Nexus 7 2013. Ganz einfach, weil es auf dem ziemlich Bock macht. Die Größe ist halt schon sehr geil. Und ja. Flagge erobern auf Klettern. Keine Ahnung, ob das so eine gute Idee ist, aber ich wollte es halt mal ausprobieren und deswegen mache ich das jetzt auch. Da ist schon der erste mit seiner Pistole. Die habe ich direkt gehört, die Hawk. So, okay. Also, auf dem Nexus 7 ist auch ziemlich cool aufzunehmen, weil ich da meine Kopfhörer reinmachen kann, ohne dass sie mich beim Greifen stören. Okay, und ich kann somit halt auch ziemlich gut aufnehmen. Es läuft doch alles schön flüssig. Es kommt mir so vor, als würde es flüssiger laufen als auf meinem LG G3. Also vom Aufnehmen her meine ich jetzt. Sonst ist ja eh alles flüssig gelaufen. Und ja, das finde ich halt ziemlich cool. Obwohl mein Nexus 7 in Anführungsstrichen nur 1,6 GHz hat. Ich glaube, es sind 1,6. Ja, 1,6 sollten es sein. Und mein LG G3 hat 2,5 GHz. Zieht euch das mal rein. 2,5 GHz. Und ja. Dann schicke ich da mal den Airstrike hin. Mal gucken, ob das jemand trifft. Anscheinend nicht. Ist schade, aber naja, was soll's. Wie gesagt, die Sniper hier ist ziemlich stark. Habe ich ja jetzt eigentlich auch bewiesen. Das hat gerade One-Shot gemacht. Ich glaube, so Brust und Kopf ist One-Shot und das andere zwei Schüsse. Ist auf jeden Fall sehr geil, weil ich auch dieses Fadenkreuz hier freigeschalten habe. Upsala. Die war nicht so gut geworfen. Hoffentlich weiß jetzt nicht, dass ich da bin. Okay, da habe ich den Bomber. Ist auch nicht schlecht. Ich will jetzt hier nicht auf einen Double-Bomber oder sowas. Ich will jetzt auch nicht auf einen Double-Bomber hinspielen. Oder gar auf einen Triple-Bomber. Ich möchte auf ein Flawless-Gameplay hinspielen, aber das habe ich, glaube ich, in der Aufnahme noch nie geschafft. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, dann mache ich mal schnell den Punkt hier. Und das war's. Jetzt habe ich doch ein Flawless Gameplay gepackt. 9:0 ist es ein ziemlich kurzes Gameplay gewesen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst eine Bewertung da und ciao.